Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Eine Weltreport aus München. Mein Name ist Heinz Schulz, ich bin vom Nord-Süd-Forum in München. Und nachdem meine Gästinnen, darf man nicht sagen, alles vorbereitet haben, habe ich heute ganz wenig zu sagen. Das ist sehr gut, weil die sich unheimlich auskennen und sie stellen sich dann auch selbst vor. Dankeschön. Lora München auf der 92.4. Unbequem, kritisch und frei. Wir haben heute noch nicht den Zustand erreicht, dass die Menschen, die zum Teil weniger Leistungen bekommen, den Eindruck haben, dass sie wirklich eine zusätzliche Chance erhalten haben. Angela Merkel. Hallo, ich bin Elli. Ich engagiere mich beim Netzwerk Stopp Sexkauf und ich mache den Blog Die unsichtbaren Männer zum Thema Freier. Ich bin Roswitha. Ich bin auch bei der Arbeitsgruppe Stopp Sexkauf im KOFRA, Kommunikationszentrum für Frauen in der Baderstraße 30 und aktiv bei Terre des Femmes. Und ich bin Silvia Reckermann. Ich bin ebenfalls mit Frau bei Terre des Femmes und ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum. Daher kenne ich auch den Heinz. Terre des Femmes ist eine Organisation, die sich weltweit gegen frauenspezifische Menschenrechtsverletzungen einsetzt. Also zum Beispiel gegen häusliche Gewalt, Verbrechen im Namen der Ehre, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution und Menschenhandel. Terre des Femmes hat auch hier in München eine Städtegruppe, die sich monatlich trifft und sich auf Interessierte mit Frauen freut. Doch jetzt zu unserem Thema. Prostitution und Frauenhandel hängen untrennbar zusammen. Das hat sich kürzlich in dem Prozess gegen Jürgen Rudloff gezeigt. Erinnern Sie sich? Regelmäßig wurde dieser Herr von TV-Talkshows eingeladen als angeblicher Vertreter einer sauberen, unschädlichen Prostitution. Vor ein paar Monaten wurde er aber wegen Beihilfe zum Menschenhandel verurteilt. Und er sagte vor Gericht, dass Großbordelle ohne Menschenhandel gar nicht existieren können. Elli, du weißt mehr darüber. Genau, ich habe hier sogar ein Zitat vom Jürgen Rudloff. Sinngemäß sagt er: Ich wollte Frauen, die selbstständig arbeiten. Doch ich bin an der Realität gescheitert. Der Nachschub wurde zum Problem. Und als Problemlöser boten sich jene Figuren an, die seit jeher im Milieu das Sagen haben. Ich habe die Augen vor der Härte dieser Männer verschlossen. Also wenn eben dieser scheinbar saubere Bordellkönig Deutschlands sagt, ohne Menschenhandel kann man kein Bordell führen, dann sag ich, wo ist die saubere Prostitution? Ich denke, es gibt sie nicht. Roswitha, du hast uns dafür ein Beispiel mitgebracht. Ja, ein trauriges Beispiel dafür ist Ioana Condea. Sie ist getäuscht worden. Täuschung ist übrigens im Palermo-Protokoll von 2005 schon ein Faktor, der Menschenhandel kennzeichnet. Täuschung und Drohung findet bei der Beschaffung von Frauen für die Prostitution tausendfach statt. Ioana sollte angeblich im Altenheim arbeiten, wurde in Rumänien gesagt. Sie hatte einen kleinen einjährigen Buben zu Hause gelassen und kam nach Deutschland, um im Altenheim zu arbeiten. Aber sie wurde ins Bordell in Köln geschickt. Und als sie sich weigerte, dort anzuschaffen, wurde sie vom Zuhälter vor 4 Jahren ins Koma geprügelt und ist nicht mehr gesund geworden. Im Januar dieses Jahres ist Ioana gestorben. Entstanden ist Prostitution ja auch aus der Sklaverei und erlebt seit dem 20. Jahrhundert einen enormen Aufschwung. Und Deutschland ist mit Marktführer. Aber 2002 hat es doch das Gesetz von der rot-grünen Koalition gegeben, das Prostitution praktisch aus der Schmuddelecke herausholen wollte. Und es gab Hoffnung auf Entstigmatisierung. Die Prostituierten sollten die Möglichkeit haben, in Sozialversicherungen reinzukommen. Roswitha, kannst du uns dazu etwas mehr sagen? Ja, 2002, da gab es schon seit 3 Jahren ein anderes Gesetz in Schweden, nämlich das schwedische Modell. Aber Deutschland hat nochmal versucht, mit der Einführung der Prostitution als Gewerbe wie jedes andere da Politik zu machen. Und es wurde sehr viel Geld verdient damit. Und es hieß, die Frauen können sich jetzt versichern, sie können jetzt Sozialversicherung haben und so weiter. Aber all diese Versprechungen, die damit verbunden waren, mit diesem Erklären der Prostitution zum normalen Geschäft, die sind überhaupt nicht eingetreten. Was eingetreten ist, ist, dass der Markt explodiert ist, dass die Frauen unter extremen Bedingungen extrem ausgebeutet werden.
und dass die Frauen aus aller Welt kommen und hier in Deutschland vermarktet werden, weil wir sind ein reiches Land und die können sich das nicht leisten, Nein zu sagen. Deutschland ist also zum Bordell Europas geworden. Das sagt da auch eine Spiegel-Titel-Story schon vor ein paar Jahren. Inzwischen greifen immer mehr Medien das Thema auf, aber dazu später mehr. Es gab 2017 mit dem Prostituierten-Schutzgesetz eine Neuregelung. Vielleicht kannst du, Roswitha, uns dazu auch etwas mehr sagen. Ja, das nennt sich jetzt Prostituierten-Schutzgesetz. Das ist zynisch, es ist kein Schutzgesetz für die Frauen. Es ist so, dass zwar einzelne Regularien eingeführt worden sind, also Zuhälter müssen und Bordellbetreiber müssen jetzt eine Bescheinigung vorlegen, dass sie nicht vorbestraft sind und es müssen ein paar minimale Regeln eingehalten werden. Aber im Großen und Ganzen hat Deutschland keinen Versuch unternommen, Prostitution zurückzudrängen, sondern hat eigentlich nur die Menschenrechtsverletzung reguliert. Und stimmt denn die Annahme der Freiwilligkeit, Ellie? Also das deutsche Gesetz geht davon aus, die durchschnittliche Frau in der Prostitution ist dort freiwillig. Aber wie Roswitha schon gesagt hat, die hohe Zahl der Ausländerinnen, gerade aus sehr armen Ländern, zeigt, das entspricht nicht der Realität. Also was das Gesetz macht, das macht die Armutsprostitution legal. Europaweit sehen wir, dass immer die Ärmsten des Landes bzw. der Nachbarländer die Mehrheit der Prostituierten stellen. Und was das Gesetz gar nicht behandelt, ist die Tatsache, dass viele Formen von Zwang eben nicht offensichtlich sind, den Frauen nicht ins Gesicht geschrieben stehen. Auch recht bekannt ist beispielsweise die Loverboy-Methode, wo Zuhälter Frauen von sich emotional abhängig machen, indem sie ihnen eine Beziehung vorgaukeln. Oder indem sie, andere Methode ist einfach der Psychoterror. Also ein Zuhälter muss nicht immer blaue Flecken verursachen, um eine Frau unter seiner Kontrolle zu halten. Er kann auch ihrer Familie drohen oder er kann dafür sorgen, dass sie oder ihre Familie sich hoch verschuldet. Trotzdem, wie schon genannt, der Fall von Johanna zeigt, es gibt aber natürlich auch die klassische gewalttätige Zuhälterei, wo Frauen geschlagen werden, die sich nicht unterordnen oder auch gebrandmarkt werden, also mit Tattoos konkret von Zuhältern, die sie als Besitztum markieren. Und was mich an der Berichterstattung stört, ist, dass es oft so dargestellt wird wie tragische Einzelfälle. Es ist aber sehr häufig, dass dies passiert, ganz konkret in legalen Bordellen. Ich habe mal versucht, eine Liste zu erstellen, um legale Großbordelle in Deutschland aufzuzählen, wo Frauen eben Opfer von Menschenhandel waren, Opfer von Gewalt. Und ich kam aus den Zählen nicht mehr raus. Also nicht nur das Paradise, auch das Pascha in Köln und viele weitere. Ich kam auf 40 plus Bordelle. Die Loverboy-Methode, ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer das kennen, es betrifft ja auch Schulmädchen. Aber insgesamt zeigt sich doch ein deutliches Nord-Süd-Gefälle bei dieser Problematik. Das hat auch eine starke rassistische Komponente, dass die Frauen, deren Körper hier als Ware benutzt werden, in den allermeisten Fällen aus dem globalen Süden stammen. Ellie, du hast uns dazu ein Lied mitgebracht. Four Women von Nina Simone. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong.
lost my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. Warum gerade dieses Lied, Ellie? Ich habe dieses Lied ausgewählt. Einerseits, ich finde es sehr bewegend, wie es eben ja, die Stimme erhebt von Frauen, die lange in der Geschichte keine Stimme haben. Also Nina Simone spricht eben diese vier Stimmen von vier Frauen, die unterschiedliche Formen der weiblichen Sklaverei erleben, sei es auf dem Feld oder im Haushalt oder eben auch in der Prostitution. Für sie ganz selbstverständlich ist Prostitution eine Form der weiblichen Sklaverei. Sie gibt der Frau, die in dieser Realität lebt, eine Stimme. Und ich finde das Lied auch deshalb so bewegend, weil zum Glück ändert sich da was. Viele Frauen, die diese unterschiedlichen Formen von Ausbeutung erleben, werden aktiv, stellen politische Forderungen, sind jetzt nicht mehr still. Was für Frauen sind das hauptsächlich, die da aktiv werden? Also in Bezug auf die Prostitution gibt es ganz konkret eine Bewegung. Die Frauen nennen sich Aussteigerinnen oder auch Überlebende, weil viele von ihnen haben das tatsächlich nur knapp überlebt. Da gibt es zum Beispiel das Netzwerk Ella in Deutschland. Das ist eine Gruppe von prostituierten Frauen, eine Selbsthilfegruppe. Aber sie machen eben noch mehr, sie klären auch auf, sie stellen politische Forderungen. International gibt es zum Beispiel Space International, wo Frauen aus vielen Ländern zusammenarbeiten. Und diese Frauen sind eben nicht nur, also einerseits sind sie Zeuginnen der Realität der Prostitution, aber sie sind auch Expertinnen zum Thema. Sie setzen sich damit auseinander, sie stellen Forderungen, entwickeln Lösungen. Was für Lösungen meinst du denn konkret? Also einmal sind sich die Frauen einig, es kann natürlich nicht sein, dass prostituierte Frauen wie Männer als Kriminelle behandelt werden. In Deutschland haben wir auch noch die Sperrbezirke. Also man denkt in Deutschland, Prostitution ist legal, aber in der Praxis gibt es Orte, an denen auch Frauen dann strafrechtlich verfolgt werden können unter bestimmten Bedingungen. Da sind sich alle einig, das muss sich ändern. Natürlich fordern die Frauen auch Alternativen
zur Prostitution und Prävention. Und viele sagen auch, ein Thema, mit dem wir uns dringend beschäftigen müssen, ist nicht nur die Frage, warum sind eigentlich die Frauen da, sondern wer sind diese Männer, die da bezahlen? Warum sind die da? Wer sind die? Elli, jetzt kommen wir zu deinen Recherchen zu den Freiern. Kannst du uns darüber etwas berichten? Konkret möchte ich gern wissen, wer sind diese Männer, was tun sie und wie stehen sie zu dem, was sie tun? Also, wer sind diese Männer? Es gibt da sehr unterschiedliche Schätzungen, aber es ist etwa, also circa jeder fünfte deutsche Mann bezahlt mindestens einmal in seinem Leben dafür, dass er eben sexuellen Zugang bekommt zum Körper einer anderen Person. Daueraktive Freier zahlen circa einmal im Monat. Und was nicht stimmt, ist die Annahme, dass diese Männer irgendwie hässlich, einsam, traurig sind, sondern ein Drittel bis die Hälfte ist in einer Beziehung. Und wenn man sie fragt, geben sie auch an, mit Dating haben sie keine Probleme. Das ist nicht der Grund, warum sie für Sex bezahlen. Und was man auch klar sehen kann, diese Männer haben einen überdurchschnittlich hohen Bildungsgrad. Es kostet Geld. Es sind also in der Regel wohlhabende Männer, überdurchschnittlich wohlhabende Männer, die verarmte Frauen kaufen. Und es sind Männer aus dem ganzen politischen Spektrum präsent unter Freiern. Was tun diese Männer und warum tun sie es? Also meine Beobachtung ist, dass Freier zahlen, weil sie Sex auf Knopfdruck wollen. Sie wollen Sex genau dann, wenn sie gerade Lust haben und wenn keine Frau zur Verfügung steht, dann geht man ins Bordell oder bestellt man sich eine vom Escort. Und es ist auch die Möglichkeit, eben eine Frau auszuwählen nach ihrem Körpertyp, dass sie jung ist, dass sie attraktiv ist. Und ganz zentral ist es eine Begegnung, wo ihre Grenzen und ihre Bedürfnisse nebensächlich sind oder auch komplett irrelevant. Zum Beispiel können Freier in diesem Kontext Frauen finden, die es über sich ergehen lassen, Szenen aus Pornos nachzuspielen, was viele Frauen außerhalb der Prostitution verweigern. Sie finden dort, wenn sie beispielsweise einen Fetisch für schwangere Frauen haben, immer eine Frau, die sich ihnen fügen muss. Sie können Sachen machen wie Gangbangs, wo eben eine Gruppe Männer nacheinander eine Frau penetriert. Das ermöglicht die Prostitution. Und das sehe ich eben als, ich würde sagen, das ist purer sexueller Egoismus, was da passiert. Was man auch daran sieht, dass eben der Prostitutionssex dann vorbei ist, wenn er seinen Orgasmus hatte. Und dass Praktiken wie Oralsex bei der Frau, dass er dafür extra bezahlen muss, weil es darum geht, dass sie ihm eine Show einlegt, dass er sich wie ein starker Mann fühlt. Und es wirklich in der Prostitution nicht um ihre Lust geht. Es ist einseitige Lust. Und es ist auch der Grund, warum die Frau die Bezahlung verlangt. Gangbang-Sex, das ist so eine Art bezahlte Gruppenvergewaltigung, richtig? Kannst du sonst noch etwas über diese Entmenschlichung sagen? Kannst du das belegen? Genau, also ich würde sagen, wenn man sexuellen Kontakt mit einem Menschen hat und weiß, dass dieser nicht gewollt ist, dann braucht es eine Form der Entmenschlichung. Das, finde ich, zeigt sich sehr deutlich auf Freier von. Ich habe dort viel Zeit verbracht, mich intensiv damit auseinandergesetzt. Dort beschreiben die Männer eben, was sie tun, wenn sie bezahlen. Sie beschreiben im Detail, wie sieht der Körper dieser Frau aus, wie ist ihre Figur, wie eng ist ihre Vulva, also beziehungsweise, die benutzen andere Wörter, aber naja. Sie beschreiben, die Beschreibungen sind sehr detailliert, das geht hin bis zum Gebiss der Frau, in welchem Zustand ist ihr Gebiss. Die Worte, die sie für die Frauen verwenden, sind wirklich menschenverachtend. Sie bezeichnen sie regelmäßig als Schlampen, als Huren, erfinden neue erniedrigende Wörter wie Dreilochstute, Frischfleisch für die neu eingetroffenen Frauen. Es ist auch sehr rassistisch, es fällt das N-Wort oder China Girl oder Zigeunernutte. Und der Sex selber heißt natürlich in der Regel Ficken. Aber auch die Entmenschlichung zeigt sich auch darin, wenn Freier immer wieder sagen, Ejakulation bezeichnen sie als Reinspritzen, als wäre die Frau nur ein Behälter oder auch als Einlochen, als wären ihre Körperöffnungen eben nur ein Loch. Und der sexuelle Egoismus führt zu diesen Beschimpfungen, die Frauen auch in der Realität teilweise zu hören bekommen. Aber es motiviert mitunter auch konkrete Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung. Also das zeigt sich auch statistisch ganz deutlich, auch vom Bundesfamilienministerium gibt es eine Studie, die sagt, einer der häufigsten Tätergruppen bei Gewalt gegen Prostituierte sind Freier. Und das basiert ganz konkret auf dieser Mentalität. Ich habe bezahlt und deshalb gehört mir diese Frau. Sie ist mein persönlicher Boxsack. Ich darf an ihr meinen Frust auslassen. Die Frau als Objekt der übelsten Gewaltfantasien. Wie stehen diese Männer eigentlich zu dem, was sie da tun? Betrachten sie Prostitution auch als ganz normale Sexarbeit, auf die sie ein Recht haben?
Die Meinungen klaffen da ganz weit auseinander. Ich finde sehr bezeichnend eine Studie, die die Männer gefragt hat, wie fänden sie es denn, wenn die eigene Tochter in der Prostitution wäre. Da sagt nur jeder fünfte, ja, fände ich okay. Also viele von ihnen finden es in Ordnung, wenn sie selber bezahlen, aber eine Frau, die sie als zugehörig zu sich empfinden, die soll da bitte nicht rein. Und ob die Frauen Spaß haben oder nicht, da gibt es auch sehr unterschiedliche Ansichten. Es gibt viele Freier, mindestens die Hälfte, die sagen, ja, ich weiß, dass sie mich nur erduldet. Und sie rechtfertigen das ganz unterschiedlich. Also sie sehen eben oft Frauen, die kein Deutsch sprechen. Sie sehen Frauen mit Suchtproblemen. Sie wissen teilweise detailliert Bescheid über die Zuhälter und wer da wie viel Geld verdient. Sie treffen regelmäßig lustlose Frauen an. Und sie gehen damit unterschiedlich um. Manche sagen eben, okay, ich suche mir nur eine Frau aus, die auch fröhlich wirkt. Und dann wird es schon stimmen, werde ich schon richtig liegen. Ein anderer sagt, ich bin gar nicht verantwortlich für wie es ihr geht, sondern der Staat und der Bordellbetreiber soll dafür sorgen, dass sie freiwillig da ist. Andere sagen, ach, ich füttere doch ihre Familie in Rumänien oder schütze sie vor Gewalt von Zuhälter, das ist schon okay. Und wieder andere helfen ganz konkret dabei, die Frauen zu brechen. Die wissen, dass die gerade neu im Bordell sind, neu im Land sind und helfen dabei, das nennt sich Einreiten, die Frauen so lange zu vergewaltigen, bis sie eben ihre Grenzen nicht mehr fordern. Und das ist eben ein System, da kann ein Mann, egal mit welchen Absichten er da reingeht, wenn er ein Bordell betritt oder sich eine Frau bestellt, dann ist eine Situation, wo der sexuelle Kontakt nicht gewünscht ist oder ganz konkret auch Menschenhandel vorliegt. Und das macht eben jeden Freier zum Täter. In der Konsequenz bedeutet das ja eigentlich, dass der Gesetzgeber die Lizenz zur Vergewaltigung gibt. Das EU-Parlament hat 2014 entschieden, dass Prostitution als Menschenrechtsverletzung zu bezeichnen ist und den Mitgliedstaaten die Einführung des nordischen Modells, also der Freierbestrafung, empfohlen. Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Roswitha, kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, das Europäische Parlament hat mehrheitlich anerkannt, dass Prostitution gegen die Menschenwürde und Menschenrechte verstößt. Es entspricht auch nicht der Charta der Grundrechte der EU. Aber die Geschichte geht noch viel länger zurück. Es ist 1949, hat sich die UN gegründet, ist die UN-Menschenrechtskonvention gemacht, aufgrund der Gräueltaten aus Deutschland. Und ausgerechnet Deutschland weigert sich bis heute, wichtige Teile der Menschenrechtskonventionen zu unterzeichnen. Zum Beispiel die Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung in der Prostitution anderer. Das hat Deutschland bisher immer noch nicht unterzeichnet und wir fordern, dass sie es endlich tun. Gleichzeitig gibt es die UN-Frauenrechtskonvention. Die wurde sogar von Westerwelle 1979 unterzeichnet und die verlangt, dass die unterzeichnenden Staaten alles tun, um Prostitution und Menschenhandel zu unterbinden. Leider hält Deutschland sich nicht dran. Ja, und das Europäische Parlament hat diese Empfehlung gegeben, für alle europäischen Staaten das nordische Modell einzuführen. Ja, also bei uns ist die Situation ja so, dass junge Leute es immer mehr als ganz normal ansehen, Porno, Prostitution, ein Beruf wie jeder andere, Werbung für Bordelle auf Taxis und das Reden von der angeblich ganz normalen Sexarbeit. Es gibt Schulfasching-Partys, die unter dem Motto Nutten und Zuhälter laufen. Ellie, kannst du darüber etwas sagen? Also das gibt es an ganz vielen Schulen. Das gab es auch an meiner. Das haben die Abiturienten selbst veranstaltet. Eine Woche lang jeden Tag zu einem anderen Thema kostümieren. Und jedes Jahr hatten wir immer Nutten und Zuhälter. Das heißt ganz konkret, eine Hälfte verkleidet sich eben als Prostituierte mit, wie man sich das vorstellt, Perücken und Netzstrumpfhosen. Und die andere als Zuhälter. So mit Sonnenbrille und zurückgegelten Haaren und so weiter. Und es ist Partystimmung. Und das ist auch die Assoziation, die viele junge Leute haben mit Prostitution. Das ist Geld nehmen für Partyfeiern. So stellen sie sich das vor. Also es ist eine wahnsinnige Verharmlosung. Haben die Lehrer auch dabei mitgemacht? Ja, genau. Also an meiner Schule ging das so weit, dass wir Lehrer hatten, die mitgemacht hatten. Wir haben einen Lehrer gehabt, der hat sich jedes Jahr als Zuhälter verkleidet und dann die Schülerinnen in den Arm genommen so und ist durch die Gänge stolziert mit denen. Also das ist wirklich eine
ein sehr krasses Beispiel. Ich kenne ein anderes Beispiel, was ich nicht weniger krass finde, von Frau Schöttler. Das ist eine SPD-Bezirksbürgermeisterin in Berlin. Die hat in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel gesagt, dass der Billigstrich in der Kurfürstenstraße als ein schönes Beiwerk für Touristen sei. Das ist doch eine seltsame Art von Stadtmarketing. Hat Berlin denn nichts Besseres zu bieten als billige Drogen und Straßenstrich? Und der Terminus von der Sexarbeit, ist der nicht eigentlich grob verharmlosend? Ich denke, viele Menschen, die den Begriff benutzen, meinen das gut. Sie haben das Gefühl, sie tun den Frauen einen Gefallen. Sie geben ihnen ein bisschen Würde zurück mit diesen Worten. Sie helfen, die Prostitution zu enttabuisieren, aber sie verkennen eben die Realität, über die wir gesprochen haben. Damit wird eben die Armut und die Gewalt wird damit unsichtbar. Und es hat auch ganz konkrete Konsequenzen für Frauen, die aussteigen wollen und dann in der Gesellschaft, die die Ausstiegsprogramme gar nicht für nötig hält, denn es ist ja nur ein Beruf, finden sie sie eben nicht und werden damit auch oft im Stich gelassen. Ja, wie ist es denn, Frauen, die aussteigen wollen? Welche Art von Unterstützung bekommen die oder bekommen sie keine Unterstützung? Roswitha, kannst du etwas dazu sagen? Es ist im Gesetz keinerlei Ausstiegshilfe für die Frauen garantiert. Im Gegenteil, die Frauen werden oft in den Jobcentern gefragt, ob das wirklich stimmt, dass sie ausgestiegen sind oder warum sie nicht weitermachen. Also sie haben keine garantierte Hilfe. Ich habe dazu auch noch ein Zitat von der Huschke Mau, die hat das Netzwerk Ella gegründet. Sie ist also selber ausgestiegen aus der Prostitution und engagiert sich jetzt politisch eben für die Abschaffung. Sie sagt zu dem ganzen Problem, sie sagt, als ich um Hilfe gebeten habe, hat man mir gesagt, der Job ist nicht das Problem, das ist ein Beruf wie jeder andere. Aber wenn Sie das nicht mehr machen wollen, gehen Sie doch einfach nicht mehr ins Bordell. Ich habe nie wieder nach Hilfe gefragt. Es war, als würde diese Gesellschaft zu mir sagen, Prostitution ist nicht das Problem. Damit ist alles cool. Du bist das Problem. Also es ist genau das, was die Rhetorik der Sexarbeit macht. Sie führt dazu, dass das System nicht als Problem gesehen wird, sondern die einzelne Frau. In der Regel wird das Wort Sexarbeit benutzt, um zu verharmlosen. Und mit Arbeit hat es nur so viel zu tun, als dass eine Frau nicht wie eine Ware, also wie eine Waffe oder wie Drogensubstanzen einmal verkauft wird, sondern sie wie eine Produktivkraft jeden Tag ausgebeutet werden kann. Also dieses Problem ist eindeutig durch die verfehlte Politik geschaffen worden. Und das Problem wird aber immer noch so hartnäckig ignoriert und deswegen gibt es offenbar auch zu wenig Hilfen beim Ausstieg. Rot-Grün hatte zwar gute Absichten 2002, aber hat eigentlich den Grundstein für genau diese Entwicklung gelegt. Die Große Koalition hat mit ihrem Reformchen von 2017 auch nicht viel verbessert. Aber wie sieht es eigentlich mit den anderen Parteien aus? Nehmen wir mal die Linke. Da ist Cornelia Möhring die frauenpolitische Sprecherin der Linken und unterstützt vorbehaltlos die Forderungen der Prostitutionslobby, die im Bundesverband für sexuelle Dienstleistungen organisiert ist. Sie negiert einen Zusammenhang zwischen Prostitution und Menschenhandel, hält Prostitution für selbstbestimmte Sexualität und bekämpft Einschränkungen. Nachzulesen ist das alles bei Lotta Nummer 11 2017. Die Grünen sehen das übrigens ähnlich. Aber die ÖDP positioniert sich hier deutlich anders. Doch dazu später mehr. Wie sieht es aus, Roswitha, mit dieser Vorstellung von Happy Sex Work? Ja, ich kann es nicht mehr hören. Happy Sex Work, es wird mit Glimmer und Glamour überzogen. Und letztendlich alle, die dieses vor sich hertragen mit der Happy Sex Work, wissen, dass sie selber nicht in die Situation kommen, im Bordell arbeiten zu müssen. Ich habe gerade heute früh den Film gesehen, Love Mobile. Es war wirklich umwerfend, was die Frauen da erleben. Und jede Frau sagt, dass sie raus möchte. Und die Freiwilligkeit ist einfach, dieses Gerede von der Freiwilligkeit ist einfach unmöglich. Wir sagen ja auch nicht, die sind freiwillig auf ein Boot gestiegen oder die Frau hat den Mann freiwillig geheiratet. Das ist so zynisch. Ja. Und Freiwilligkeit, wenn es gleichzeitig keine Ausstiegshilfen gibt, wie kann das sein? Woo!
Noch hab ich meine Ruhe, ne Kippe und ein Becher in der Hand. Seit 16 Uhr sitze ich im Flur mit meinen Schwestern zusammen. Ein neuer Stecher, mein Zuhälter lächelt mich an. Kein Verbrecher, er hat nur meine Schwäche erkannt. Ich sage zu, denn der Kunde ist kein hässlicher Mann. Benutz bitte ein Kondom, Süße, steck dich nicht an. Ich zieh ne Line, hab für später noch Tabletten im Schrank. Kopf schaltet aus, die rote Lichterkette geht an. Spray und Kaugummi. Er redet und ich lausche ihm. Ich geb ihm das Gefühl, ich brauche ihn. Er sagt mir, ich bin heiß und ich glaube ihm. Zu Hause seine Frau und sie weiß, sie hat ausgedient. Für eine halbe Stunde in keine andere Frau verliebt. Ich habe diese Rolle 100.000 Mal im Traum gespielt. Ich fühl mich gut dabei, mich auszuziehen, weil er mir endlich auf die Titten und jetzt nicht mehr in die Augen sieht. Ich will nach Hause und dich einfach drücken. Bitte dreh die Zeit zurück. Doch Mama muss heute hasseln, sich für Freier bücken. Ich verspreche dir, wir sind bald reich und glücklich, wenn sie bald das Scheine zücken. Erst mach ich einen Knicks, dann bin ich seine Bitch. Ich kriege Geld dafür, dass er nicht mehr alleine ist. Wir kommen uns immer näher, aus seiner Sicht. Aber aus meiner Sicht ist das nur eine Schicht. Stöhnen in meinem Ohr, während wir beide ficken. Salziger Schweiß von seiner Stirn tropft auf meine Lippen. Er leckt mir über mein Gesicht und über meine Titten. Immer weiter, bis er endlich mal so weit ist, in mich reinzuspritzen. Und was ist richtig? Scheißegal, denn ich hab mich verpflichtet. Alle alten Freunde sind geflüchtet. Aber keiner stresst, solange ein Lächeln im Gesicht ist. Doch ich spüre nichts, mein Körper wie vergiftet. Zeig meine Gefühle nicht, denn keinem sind sie wichtig. Viel zu lange hab ich schon auf mich selbst verzichtet. Dafür hab ich jetzt ne Geschichte. Wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report aus München, heute eben zu dem brutalen Thema Zwangsprostitution. Und ich gebe das Wort wieder weiter an die drei Expertinnen, weil ich denke, die können das unheimlich klar und deutlich vorstellen. Elli, du hast diesen Song ausgesucht, also der Song heißt Made for Love. Warum dieses Lied? Der Song wurde mir empfohlen von einer Prostitutionsaussteigerin. Wir hatten hier in München eine Fachtagung zum Thema Prostitution, wo Aussteigerinnen eingeladen waren. Und da hat sie konkret diesen Song empfohlen. Und ich habe seitdem auch noch von einer anderen Frau gehört, die auch in der Prostitution war, dass dieser Song eben die Realität der Prostitution, des Körper und des Lebensgefühls, das sie verursacht, ziemlich gut einfängt und wiedergibt. Also, dass einerseits die Frauen sich abspalten müssen, um eben den ungewollten sexuellen Kontakt auszuhalten, was einige schon vorher gelernt haben durch traumatische Erfahrungen in der Jugend. Wieder andere können das nur erreichen, indem sie eben zu Drogen greifen oder zu Alkohol. Und es zeigt auch, all diese Sachen führen zu dauerhaften körperlichen und psychischen Problemen bei den allermeisten Frauen. Und ich muss an diesem Punkt nochmal ganz konkret sagen, es geht hier nicht nur um eben
die Zwangsprostitution im illegalen Bordell, sondern es geht auch um die legale Prostitution. So die Frau auf dem Straßenstrich und die Frau im Luxus-Escort, alle Frauen haben Angst vor den Freiern. Das zeigt sich ganz deutlich an den Sicherheitstipps, die auch von Pro-Prostitutionsorganisationen kommen, die den Frauen sagen, ja, pass auf, dass du da immer weglaufen kannst, dass du schnell deine hohen Schuhe ausziehst, dass die Tür nicht abgeschlossen ist, dass du wegrennen kannst. Pass auf, wenn du in die Wohnung von dem Mann gehst, schau erst mal, ob der Waffen hat, unterm Bett oder wo auch immer. All das, finde ich, ist unzumutbar. Das Berufsrisiko von niemandem sollte sein, eben Gewalt oder auch Mord durch den eigenen Kunden. Was ich auch noch sagen will, ist, dass die Folgen dieser Realität, dieses Leben mit der Dauerparanoia und gleichzeitig dem Versuch, sich abzuspalten, dieser unmögliche Spagat, der hat auch Auswirkungen für Frauen, die schon lange aus der Prostitution ausgestiegen sind, die dann noch lange mit Albträumen und Panikattacken zu kämpfen haben. Deshalb geht das Thema Prostitution immer die Frauen an, die noch drin sind, aber auch jene, die sie verlassen haben. Das Thema geht uns alle an. Zumal es auch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, ist die Pornografie und die Prostitution quasi das Modell, an dem sich die Sexualität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute orientiert. Roswitha, kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, also Prostitution widerspricht einer Gleichberechtigung diametral. In der Prostitution werden den Frauen die Plätze zugewiesen als kaufbare Objekte und die Bemühungen um Gleichberechtigung werden ad absurdum geführt. Also einerseits haben wir die Pornografie, da zeigt sich das auch ganz deutlich, dass die Verfestigung von dem Machtverhältnis, der Mann ist dominant, die Frau ist unterwürfig, die Frau ist Objekt und der Mann ist Subjekt. Die Pornografie ist deshalb so einflussreich, weil gerade meine Generation, wir sehen das im Schnitt mit ungefähr 12 Jahren, also sehr, sehr jung. Das ist oft der erste Kontakt mit dem Thema Sex und nackte Körper in einem sexuellen Kontext. Diese Bilder vergisst man ein Leben lang nicht. Und sie formen ganz konkret eben die sexuellen Vorstellungen von ganz gewöhnlichen Leuten, die als Kinder auch gar keine Wahl haben, damit konfrontiert zu werden. Das Internet ist halt voll davon. Man muss aber wissen, wie die Pornografie eigentlich entsteht. Die Pornografie, diese Industrie ist ganz eng verwoben mit der Prostitution. Oft steht konkret hinter der Kamera ein Zuhälter, die Frau vor der Kamera, heißt zwar oft Pornostar, das klingt auch wieder nach Glamour und nach Reichtum, aber mit Pornografie verdienen die meisten Frauen so wenig Geld. Sie müssen zusätzlich sich noch prostituieren. Das ist aber der Person, die das Video später sieht, oft gar nicht klar. Stattdessen wird das als normale Sexualität gesehen. Also im Prinzip ist es so, dass Pornografie und Prostitution jede Gleichberechtigung in der Gesellschaft unterminieren, ja? Und jetzt möchten wir aber doch unterbrechen mit einem kleinen Song. Returned your greeting if it weren't for the way you were looking at me. This street is not a market, and I am not a commodity. And don't you find it sad that we can't even say hello? 'Cause you're a man and I'm a woman. The sun is getting low. And there are some places that I can't go. As a woman, I can't go there. And as a person, I don't care. I don't go for the hey, baby, what's your name? And I'd like to go alone, thank you, just the same. Again, against the skin of my guitar, in the window of my life, looking out through the bars, I am sounding out the silence, avoiding all the words. I'm afraid I've said too much. I'm afraid of who has heard me. The story, and it was true.
for his time. But now the story is different. Maybe I should tell him mine. All the girls line up here, all the boys on the other side. I see your ranks are advancing, I see mine are left behind. I am up again against the skin of my guitar in the window of my life. Looking out through the bars, I am sounding out the silence, avoiding all the words. I'm afraid I can never say enough. I'm afraid no one has heard me. And despite all the balls that I've been thrown and forced to drop, on the social totem pole, I'm preciously close to the top. They put you in your place and they tell you to behave. But no one can be free till we're all on even grain. And I would have returned your greeting if it weren't for the way you were looking. Ich habe diesen Song ausgewählt von Annie DiFranco, weil er sich eben genau damit auseinandersetzt, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn Männer durch die Straßen gehen, zum Beispiel in dem Fall abends, und eine Frau sehen und sich fragen, ha, kann ich die kaufen? Hat die vielleicht ein Preisschild? Diese Frau ist in der Praxis dann gar nicht unbedingt prostituiert, wird aber auch behandelt, als wäre sie käuflich. Und dieser Song ist im Prinzip eine Ballade darüber, wie tragisch das eigentlich ist. Das wieder, wie das den Umgang zwischen Männern und Frauen beeinträchtigt. Und da muss man auch noch mal konkret sagen, das zeigt sich auch, dass Bordelle oft in den ärmsten Nachbarschaften von Städten gebaut werden. Also nicht da, wo die wohlhabenden Menschen wohnen, sondern die mit weniger Geld. Weil dort sich die Anwohner weniger wehren können gegen die Freier, die dann teilweise betrunken durch die Straßen laufen und Frauen und Kinder anmachen. Ja, aber was können wir tun? Wie kann die Politik Verantwortung übernehmen? Roswitha, vielleicht kannst du uns etwas dazu sagen. Also 1949 hatten wir die Menschenrechtserklärung von der UN, ja, und das EU-Parlament empfiehlt das nordische Modell. Aber vielleicht kann Elli noch ein bisschen mehr zum nordischen Modell sagen. Also ich bin dafür, dass die Politik endlich mal auf die Aussteigerinnen hört, auf die Frauen, die in der Prostitution waren, die wissen, um was es geht. Und dass die vielen Frauen, die bei uns vermarktet werden zu allerübelsten Bedingungen, dass die im Zentrum der Überlegungen stehen und nicht die Happy-Sex-Workerinnen, die, also was weiß ich, Frau Möhring zum Beispiel da immer propagiert und erzählt, was das für ein toller Beruf für jede Frau sei. Was sind konkret unsere Forderungen? Also die Bewegung von Zusammenschluss als Feministinnen und Frauen, die eigene Erfahrungen in der Prostitution gemacht haben, die sich für die Abschaffung einsetzen, die fordern das nordische Modell. Das gibt es in Schweden seit 1999. Es wurde lange erkämpft, über 30 Jahre Engagement und Debatte gingen voraus. Es gab intensive Studien und Interviews mit prostituierten Frauen. Dieses Gesetz sagt klar, Prostitution ist Teil von Gewalt gegen Frauen. Und der Schutz vor dieser Gewalt geht über die freie Berufswahl. Es ist damit das Gegenteil der deutschen Gesetzgebung, die sagt, freie Berufswahl über alles sozusagen. Und bedeutet im ersten Schritt einmal ganz klar, prostituierte Menschen, Frauen wie Männer, sind keine Kriminellen, sondern sie sind Opfer eines Systems, das sie alleine nicht kontrollieren können. Aber wie soll dann die Prostitution eingedämmt werden? Es ist internationaler Konsens, dass die Zustimmung zu einer Menschenrechtsverletzung die Menschenrechtsverletzung nicht außer Kraft setzt. Also ob jetzt jemand eine Niere verkauft oder was weiß ich. Also der Kauf von Sex ist als Menschenrechtsverletzung festgelegt. Und daran sollten sich unsere Politiker, Politikerinnen halten. Sie sollen endlich die UN-Menschenrechtskonvention unterschreiben, die Frauenrechtskonvention, die Papiere der Coalition Against Trafficking of Women. Sie sollen sich an die Empfehlungen des Europäischen Parlaments halten und sie sollen vor allem bei uns hier sich die richtige Beratung holen, sich nicht wieder immer nur von der Lobby der Sexindustrie beraten lassen. Sie sollen
Statistiken erheben über die Situation von Frauen und vor allem auch, sie müssen das Istanbul, die Istanbul-Konvention unterschreiben, dass endlich die Täter verfolgt werden können und dass die Frauen die Aussagen auch ein Bleiberecht bekommen. Genau, das ist ein wichtiger Bestandteil des nordischen Modells. Das fordern wir auch hier, dass Frauen eben nicht abgeschoben werden, sondern dass Prostitution, weil es eine Menschenrechtsverletzung ist, bedeutet, alle Frauen, die in der Prostitution sind, haben ein Anrecht auf Schutz vom Staat, Unterstützung, unabhängig davon, ob sie aussteigen wollen oder nicht, und dann konkrete Hilfe, wenn sie aussteigen wollen. Es muss Schluss sein mit der Verharmlosung von Prostitution, denn es ist letztendlich Verharmlosung sexueller Gewalt. Und wo sexuelle Gewalt ist, da gibt es auch einen Täter. Und das nordische Modell sagt eben, der Täter ist der Freier und jeder, der an der Prostitution profitiert. Also ob der Bordellbetreiber immer vor Ort ist oder nicht, wenn er Geld scheffelt auf der Basis dieser Menschenrechtsverletzung, dann macht er sich damit strafbar. Also Rudloff hätte in Schweden gar nicht erst sein Bordell anmelden können. Und zu guter Letzt ist auch wichtig, das Modell beinhaltet auch Aufklärung in der Öffentlichkeit und Präventionsarbeit, sodass eben jungen Frauen und Mädchen nicht suggeriert wird, das ist ein Job wie der andere. Und wenn dich dein Freund oder wer auch immer fragt, kannst du ein bisschen für mich anschaffen, dann dass sie wissen, dass das nicht zu ihrem Wohl ist. Wir haben ja jetzt EU-Wahlen. Inzwischen gibt es immer mehr Stimmen aus Deutschland, die sich für das nordische Modell aussprechen. Besonders von SPD-Politikerinnen aus mehreren Bundesländern, auch von Seiten einiger christdemokratischer Männer und Frauen. Sehr stark setzt sich zum Beispiel die Europaabgeordnete der SPD, Maria Neuchel, für eine Gesetzesänderung ein, auch in ihren YouTube-Blogs. Die Grünen sind immer noch gläubige Anhänger der Happy-Sex-Work-Ideologie, jedenfalls die in der Bundestagsfraktion. Die scheinheilig vor allen Problemen die Augen verschließen. Jedenfalls habe ich noch nichts Anderslautendes aus dieser Ecke vernommen. Einzig die ÖDP, die auch das Bürgerbegehren zum Artenschutz initiiert hat, positioniert sich klar für das nordische Modell. Wie ist es mit den linksökologischen Gruppierungen im EU-Parlament? Ja, die linksökologischen Gruppierungen, es gibt diesen Flügel im EU-Parlament, der hat ja letztendlich auch zu verantworten, dass das EU-Parlament jetzt das schwedische Modell für alle EU-Staaten empfiehlt. Leider gehören eben die deutschen Linken und Grünen nicht dazu. Und noch zum Schluss was Positives zu vermerken. Also einmal haben wir schon, weil die Politik gibt es seit 20 Jahren in Schweden, einige Ergebnisse. Wir wissen, die Zahl der Freier hat sich halbiert. Die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter dem Gesetz. Die Zahl der Prostituierten ist gesunken. Das Fassen von Menschenhändlern ist einfacher für die Polizei. Und entsprechend haben viele weitere Länder verschiedene Versionen dieses Gesetzes übernommen. Das haben wir in Norwegen, Island, Irland, Frankreich und Israel. Und es gibt international eine Bewegung, die explizit links und feministisch ist, die das fordert, ganz stark in Südafrika, auch in Spanien, wo die Frauenbewegung im Mainstream abolitionistisch ist. Also die Abschaffung der Prostitution wird zum linken Mainstream. Die Rechten sind die verbleibenden Gegner. Die Frage ist, wie lange dauert das, bis wir das in Deutschland auch haben? Eine Welt ohne Prostitution ist möglich. Ja, vielen herzlichen Dank, Roswitha und Elli. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps. Der Blog heißt Die unsichtbaren Männer. Sie finden den Blog auf WordPress. Die TEDEFAM-Städtegruppe trifft sich einmal im Monat. Juliane von Krause ist da die Städtegruppenkoordinatorin. Und Kofra, das Kommunikationszentrum für Frauen, hat die Arbeitsgruppe Stock Sexkauf. Vielleicht möchte sich dort auch die eine oder andere organisieren. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt gebe ich weiter an Heinz Schulze. Ja, ganz herzlichen Dank an euch drei. Ich denke, das war eine tiefgehende und tief berührende Sendung. Das war der Eine Welt-Report aus München und vielen Dank an euch drei. Und die nächste Sendung ist dann im Juli am dritten Montag und da haben wir zwei Gäste aus dem peruanischen Regenwald hier bei uns zu Gast. Dankeschön nochmal und alles Gute. Danke dir. Vielen Dank. Danke. Mhm.